Ein Stück Zeitgeschichte hat der Kärntner Historiker Florian Rulitz aufgearbeitet. Es geht um jene 2 Wochen nach Ende des Zweiten Weltkrieges bis zum Abzug der Tito-Partisanen am 21. Mai. In dieser Zeit wurden in Südkärnten etwa 1000 Menschen von Partisanen getötet. Neben den 130 verschleppten Kärntnern sind das vor allem flüchtige Kroaten und Slowenen, aber auch Serben, Russen und heimkehrende deutsche Soldaten. Der Kärntner Historiker hat 4 Jahre lang geforscht und Zeitzeugen, aber auch Hinweise auf neue Gräber gefunden. Eine unscheinbare Kurve an der Straße von Bleiburg nach Slowenien, etwa 3 Kilometer von der Grenze entfernt. Vom Wald aus beobachtete ein damals 15-jähriger Bauernbub, wie kommunistische Partisanen hier einige Kroaten und Pferde erschossen und verscharrten. Dieses sumpfige Gelände ist nicht das einzige, wo noch Tote liegen könnten. Oberhalb der Straße im Wald half der junge Neubersch im Frühsommer 1945 selbst mit, ein Opfer zu begraben. Ein Kleinbauer hatte seinen Vater über den Toten informiert. Voller Würmer. Da hat er keine Haut mehr gesehen und gar nicht. Haben wir gleich so bei der Seite 30 cm reingegraben und mit 2 Schaufeln haben wir meine gehabt. Auf dem Bauch. Haben wir keine anders machen. Zu den besten Quellen aus dieser Zeit zählen Pfarr- und Gendarmerie-Chroniken. Sie hat der Historiker Florian Thomas Rulitz für seine Doktorarbeit an der Universität Klagenfurt ausgewertet. Mehr als 200 Mordfälle hat er darin gefunden. Dazu zählt dieser Eintrag im Pfarrbuch von Kleinach, der von 16 ermordeten slowenischen Flüchtlingen berichtet. Hier am Pfarrfriedhof von Kleinach liegen sie begraben, allerdings nicht allein. Ihnen gegenüber liegen Partisanen, die in den Kämpfen bei Ferlach zwischen 10. und 13. Mai fielen. Dabei ging es um den Trauübergang, den die Partisanen verhindern wollten. 75.000 Flüchtlinge sind über den Löbelpass gekommen. Davon waren rund 20.000 Slowenen. Die restlichen Zahlen beziehen sich auf weitere slawische Flüchtlinge, die vor der Furcht vor den Kommunisten flüchten mussten. Und der Rest waren Wehrmachtseinheiten bzw. Waffen-SS-Verbände. Die Gesamtzahl der Flüchtlinge war noch viel größer. Man muss in etwa in Kärnten von 250.000 Flüchtlingen ausgehen, die es geschafft haben, die jugoslawisch-österreichische Grenze zu überqueren. Davon wurden in etwa, kann man sagen, 200.000 wieder rückrepatriiert bzw. von den Briten abgewiesen. In der Kirche von Fiktring waren etwa Slowenen untergebracht. An die Bewahrung vor Auslieferung und Tod erinnert dieses Denkmal. Während Fiktring als Synonym für die slowenische Tragödie gilt, ist für die Kroaten das Bleiburger Feld der Ort, an dem jedes Jahr der Verbrechen unmittelbar nach Kriegsende gedacht wird. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war die Lage hier in Südkärnten katastrophal und unmenschlich. Doch unter dem Dach der EU wurde Aussöhnung möglich und zu hoffen bleibt, dass es in Kärnten keine Generation mehr geben wird, die je mit Blut eine Grenze wird schreiben müssen.